Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie im letzten Video, wo ich meine Apps vorgestellt habe, habe ich euch versprochen, ich zeige euch auch mal meine App, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und auch meine Erklärung, was ist und wo das ist. Dann öffnen wir erstmal meine App. So, die finanziert sich durch Werbung. Deswegen kommt da auch Werbung. Die ist gratis, den Link findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gratis runterladen. So, und hier seht ihr praktisch den Feed. Feed ist alles, was ich mache. Also da kommt alles drin, was von YouTube ist. Also wenn ich ein YouTube-Video mache, könnt ihr das auch hier direkt anklicken. Und gucken. Dann könnt ihr da ein Herz geben. So, ein Herz war schon. Ich habe jetzt nochmal ein Herz selber gegeben. Dann könnt ihr das auch teilen. Wenn ihr darauf klickt auf das Video, könnt ihr auch hier teilen. Könnt ihr dann halt aussuchen, wo ihr das teilen möchtet. Dann seht ihr auch die Videobeschreibung. Die wird von YouTube so übernommen. Und hier könnt ihr Feedback geben. Und das Feedback könnt ihr dann halt machen. Ein Audiokommentar, ein Text, ein Foto, ein Video. Können wir auch mal durchgehen. Können wir mal Audiokommentar machen. Und kann ich sagen, das ist ein Test für die Vorstellung meiner App. So, und senden, kann ich sagen noch hier, Test, Audio, senden und dann Upload und dann ist das hier und dann könnt ihr das dann praktisch, das ist ein Test für die Vorstellung meiner App, da könnt ihr mir dann Nachrichten hinterlassen, was weiß ich, von dir ist logischerweise, weil es von mir ist, dann kann ich auch einen Text schreiben, kann ich auch mal reinschreiben, Text, könnt ihr halt was dazu schreiben, das ist dann halt eine Etage weiter zu finden, hier oben dann zu finden, da. Ich vergesse mal, dass ich, wenn ich auf mein Handy was zeige, dass ihr das nicht seht, dass ich hier mit dem Mauszeiger machen muss und so klappt das auch mit Foto, Foto aufnehmen, so kann ich jetzt mal so machen und okay. Senden. Schauen wir mal Fototest. Senden. So. Und da haben wir dann den Fototest. Video. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Mein altes Handy hat da nicht so wirklich mitgemacht. Jetzt geht's. Jetzt kann ich halt hier Video machen. Bis zu einer Minute oder so. Ich weiß es nicht. Dann könnt ihr jetzt hier sehen, hier nehme ich halt auf, hier ist der zweite Bildschirm. Ja, so sieht das dann aus. Und dann können wir sagen, Haken für OK. Video kann nicht wiedergegeben werden. OK, senden. Video. Test. Und senden. Dann macht er jetzt einen Upload. Dauert halt was länger beim Video, logischerweise. Also auf dem Bildschirm seht ihr jetzt nicht, dass sich das vernünftig bewegt, aber hier seht ihr das dann, dass es sich wirklich der Streifen hier so bewegt, bis das Video dann halt da ist. Umso größer das Video, umso länger braucht es natürlich. Müssen wir jetzt mal kurz warten, da ist es auch schon und dann können wir dann hier halt auch das Video sehen, Foto, so. Und dann könnt ihr halt eigentlich bei allem, was ich mache, ob ich ein Video poste oder, wartet mal, hier haben wir auch irgendwo noch Instagram, muss ich ein bisschen runterscrollen, ich hatte bei Instagram vor kurzem auch, da, das ist jetzt von Instagram und dann seht ihr praktisch, hier ein Video, das heißt, dass es von YouTube kommt. Und hier seht ihr das Instagram-Zeichen und Odin-Ase, dass es von Instagram kommt. Und hier ist halt auch nochmal YouTube. Das sind die Feeds. Dann haben wir die Vips, also die Vibes. Da könnt ihr Nachrichten schreiben. Hier habe ich halt geschrieben, dass ich alle neuen Mitglieder begrüßt habe. So kann ich jetzt nochmal was Neues schreiben. Mache
gerade ein Video zur Odins-Test-App. So, bumm. Da hätte ich jetzt auch ein Bild mit einfügen können. Und wenn ich jetzt hier einmal einen Daumen gebe, habe ich einen Daumen. Wenn ich den Daumen nochmal drücke, wird der Daumen zum Herz. Also habe ich einen Daumen und ein Herz. Und wenn ihr dann selber was schreibt, wie gesagt, könnt ihr dann hier auch ein Foto aufnehmen und ein Foto drin machen. Können wir das hier noch bearbeiten, glaube ich. Nee. Ich kann aber jetzt hier antworten, kann Foto aufnehmen. Zack. Und verwenden, Upload. Und dann sehe ich hier, ich habe einen Kommentar. Kann ich beim Kommentar auch doppelt drücken. Ach nee, geht nicht. Habe ich schon eh mal gemacht. Und dann kann man sich das auch angucken, das Bild. In groß. So. Hier ist halt wieder Werbung dazwischen und hier sieht man dann so ein paar Wieps. Hier oben habe ich die Face. Also warte, hier könnt ihr auch noch einstellen. Meist diskutierten. Lass mal auf Neueste. Und hier Facebook-Gruppe. Da ist jetzt die Facebook-Gruppe von mir drin. Das ist jetzt nicht innerhalb der App. Das ist halt nur ein Weblink zur Facebook-Gruppe. Also läuft über Internet ab. Das hat an sich mit der App nichts zu tun. Ich habe die Gruppe darin nur verlinkt. Für die Leute, die auch in der Gruppe sind. Die können dann halt über die App auch sehen, was in der Gruppephase ist. Und wer hier was wo geschrieben hat. Und kann man dann hier zum Beispiel Gruppe beitreten. Dann muss man sich hier anmelden. Ich bin gerade nicht angemeldet. Wenn ich mich jetzt anmelde, steht automatisch da, dass ich der Gruppe ja schon beigetreten bin. So. So sieht das dann halt aus. Und da könnt ihr dann halt auch über die App in die Facebook-Gruppe direkt drin schreiben oder kommentieren. Oder antworten oder was weiß ich. So, dann haben wir hier oben halt noch. Hier die Striche, die kann man anklicken. Dann öffnet sich das. Da haben wir dann hier oben nochmal als erstes Feeds. Da kommen wir zu den Feeds wieder hin. Dann haben wir meine Posts. Das sind die Posts, die ihr dann selber gemacht habt. In der App. Dann meine Antworten, wenn ich zu irgendwas geantwortet habe. Also ihr denn, bei euch dann. Meine Bewertungen, da seht ihr dann meine Bewertungen. Community, da seht ihr dann halt die Richtlinien. Und so was alles. Und dann habe ich hier noch Odins Test Original verlinkt. Das ist halt auch nur ein Weblink zu meiner YouTube-Seite. Ja, da kommt ihr dann halt auf YouTube und seht dann halt den Kanal. Da habe ich dann auch noch Odins Thron verlinkt. Da kommt ihr dann direkt zu Odins Thron. Und da habe ich auch Talk genannt. Dann Let's Play. Der wird ja gerade nicht so wirklich bewirtschaftet, Odins Tests, Odin Zocker. Dann Discord habe ich verlinkt. Da fragt er dann natürlich nach der Discord-App. Wenn ihr Discord drauf habt, könnt ihr dann gleich sagen, ich nehme meine App. Oder ihr könnt über den Google Chrome darauf gehen und dann könnt ihr sagen, immer oder einmal. Und dann kommt ihr auf meinen Discord-Server. Merchandise-Shop, der Link ist jetzt schon da. Der existiert aber noch nicht. Dann öffnet sich erstmal Google. Oder euer Standardbrowser, bei mir ist es halt Google Chrome und dann kommt ihr auf die Seite von Look Design und da seht ihr dann hier auch wieder mich. Und später wird es dann von Look Design abgeändert, also, da kommt er dann nicht zu Look Design, da kommt er direkt zu meinem Merchandise Shop, die ja auch bei Look Design ist. So. Gehen wir mal hier wieder zurück. Hoppala. Ich bin zu weit zurückgegangen. So, dann kommt er halt direkt zum Merch später und dann könnt ihr da im Merch direkt einkaufen, alles über den Browser oder was weiß ich, oder gucken, was neu ist. Dann haben wir noch Twitter, da kommt er dann zu Twitter, das läuft auch irgendwie über Google Chrome. Dann könnt ihr dann halt alles sehen, was ich bei Twitter mache. Bei Twitter wird nicht zur App weitergeleitet, in der App werdet ihr nur Beiträge sehen,
die von YouTube und von Google Chrome, von Instagram sind. Bei Twitter ist meistens, das wäre doppelt gemoppelt, deswegen habe ich das rausgelassen, könnte ich auch machen, dass es bei Feeds angezeigt wird, aber das würde nicht bringen, weil teilweise, wenn ich ein Video mache, wird es ja auch zu Twitter gepostet, von Twitter zu Facebook. Und weil YouTube ja sowieso da drin ist, wäre dann halt das gleiche Video doppelt da und das wäre halt doof. So, dann haben wir hier unten noch Einstellungen, da habt ihr dann euer Profil. Ja, bei mir ist es halt jetzt das Profilbild, mein Name, meine E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, habe ich halt das genommen. Geburtsdatum, ja, dann kann ich abmelden, Passwort ändern, Profil löschen kann ich. Ihr müsst auch in der App euch direkt anmelden. Also es funktioniert, obwohl die Facebook-Gruppe damit drin ist, ist, wie gesagt, ist ja nur ein Weiterführungslink, funktioniert es nicht, dass ihr euch mit eurem Facebook-Account anmelden könnt. Das ist zwar auch teilweise drin, aber es funktioniert irgendwie nicht. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal. So, Benachrichtigungen kann man halt an und kann man halt verwalten, was man benachrichtigt werden müsste, will. Da müsstet ihr auch alles anmachen, dass ihr dann auch benachrichtigt werdet, wenn in der App was passiert. Privatsphäre könnt ihr dann separat einstellen. Hier habt ihr dann noch ein Impressum. Ja, da steht dann auch logischerweise meine E-Mail-Adresse drin, weil es meine App ist. Und App-Lizenz kann man sich dann noch durchlesen und das war's eigentlich schon. Mehr ist in meiner App eigentlich nicht drin. Ich habe sie versucht, so kurz und knackig wie möglich zu halten und die meisten Sachen halt hier in die Seite zu packen hier. So, dass man hier dann auf alles Mögliche zugreifen kann und hier wirklich alles auf dem Hauptbildschirm schön dicht zusammen hat. Also, dass man hier alles sehen kann, YouTube und Instagram. Und dann hier könnt ihr dann auch schreiben. Ihr könnt auch selber Feeds machen. Und hier kann ich auch Umfragen machen über eine andere App, die kann ich dann hier rein posten. Und ja, da könnt ihr euch dann ausleben. Und wie gesagt, wenn er dann irgendwie sagt, ey, bei mir beim Fire TV haut dit und dit nicht hin, guck mal hin und dann könnt ihr ein Video machen, filmt er das gerade ab und da kommt der und der Fehler und dann postet er da drin und ihr kriegt eine Benachrichtigung und kann euch mit einer Sprachmitteilung oder mit einem Video antworten, wie ihr das zum Beispiel umgehen könnt, dass das vernünftig funktioniert. Ja, das soll es soweit zu meiner App gewesen sein. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, die gibt es nur für Android momentan. Vielleicht kommt sie im nächsten Jahr auch mal für iOS. Dafür müssen aber erstmal mehr Leute da sein, dass sich das lohnt. Weil, wie gesagt, die App finanziert sich durch Werbung. Und die Firma, die das macht, die hat gesagt, naja, da muss noch ein bisschen mehr Interaktion stattfinden, dass sich das ein bisschen mehr lohnt. Und dann, weil für für iOS kostet das 100 Euro, weil die da in Entwickler-Account machen muss. Die muss ich selber machen dann sozusagen. Der läuft dann über mich und dafür will iOS 100 Euro. Und früher war das halt so, da konnte die Firma machen, einen Entwickler-Account und hat alle Apps darunter verwaltet. Das geht aber jetzt nicht mehr. Deswegen muss ich das so machen. Und da sich das alle durch die Werbung finanziert, haben sie gesagt, das muss noch ein paar mehr User kommen und ein bisschen mehr Interaktion und so. Und dann können wir vielleicht nächstes Jahr eine iOS-App auch starten. Also von daher, abwarten, Tee trinken. Ich wollte euch meine App jetzt nochmal vorstellen, weil viele gefragt haben, zeigt doch mal. Das ist sie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Vergesst nicht, die Bimmelglocke anzuklicken, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich irgendwas mache. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Kostet kein Geld. Ich bin dann jetzt mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.